Herzlich willkommen bei der Benz Automobile. Ich freue mich, Ihnen heute diesen 991 MK2 Turbo S präsentieren zu können. MK2 Turbo S ist natürlich ein Wahnsinnsauto. Extrem viel Leistung, hochwertige Traktion, exzellente Fahrdynamik und all die Dinge, die wir uns von einem überstark motorisierten Porsche nur wünschen können. Carbonfaserbremsen, große Räder, Zentralverschlüsse, verschiedene Möglichkeiten, die Aerodynamik zu beeinflussen, um gerade jetzt in der Sport-Plus-Taste den vorderen Frontspoiler auszufahren, den Heckflügel hochzufahren, mit den charakteristischen Lufteinlässen für die Ladeluftkühler links und rechts, ist natürlich, ja, das kann man nicht viel besser machen. Und eins muss man Porsche wirklich lassen, und das ist auch das, was mich an den Fahrzeugen immer besonders fasziniert. Ich bin genau richtig. Es ist nicht zu viel, aber auf keinen Fall zu wenig. Das Fahrzeug hat einen hochwertigen Status. Ich kann mich aber überall mit dem Wagen sehen lassen, ohne in so eine bestimmte Ecke gedrängt oder schief angeguckt zu werden. Ich bin immer exzellent gekleidet mit so einem Fahrzeug. Zumal in dieser Farbkombination Schwarz-Metallic, Leder-Schwarz. Und wenn wir gleich nachher in den Innenraum sehen, sehen wir, dass derjenige, der das Fahrzeug bestellen durfte, sich sehr viel Mühe gegeben hat in der Ausstattung mit Carbonleisten, und der letzte Besitzer hat noch das Thema aufgegriffen und ein Lenkrad mit Carbonkranz nachrüsten lassen für sehr viel Geld, um das Ganze abzurunden. Schwarze Scheinwerfer, um eben der Front so eine gewisse Dominanz zu geben. Ein wirklich multifunktional einstellbare Sitze, auch mit verstellbarer Oberschenkelauflage. Die elektrische Sitzverstellung mit Memory. Und hier kann man schon so ganz leicht die Carbonfaserleiste sehen, natürlich bei Porsche perfekt verarbeitet. Keyless Go und dieses Lenkrad mit dem Carbonfaserkranz original Porsche nachgerüstet, hat über 2000 Euro gekostet, nur das Material. Wenn wir die Emotionalität mal links liegen lassen und einfach mal zu den harten Fakten gehen möchten, das Fahrzeug ist eine Erstzulassung aus 04/2017, hat 79.000 Kilometer. Und bis 04/2025 eine gültige Porsche Approved Garantie, die, man sagt es, die beste der Welt ist. Sie ersetzt wirklich alles, wenn was schief geht. Dementsprechend sind auch die Vorschriften. Wir haben einen exzellenten Pflegezustand. Das Fahrzeug hat für die Kilometer fast keine Steinschläge oder ganz, ganz wenige. Das Fahrzeug ist nachlackierungs- und unfallfrei. Das bedeutet, die komplette Karosserie ist noch nie beschädigt worden. Das Einzige, was sicherlich nachlackiert wurde, ist der Frontstoßfänger. Das sieht man nicht, aber wenn man sich ihn genau im Detail anguckt, dann sieht man, dass er möglicherweise nachlackiert ist. Deswegen kann ich das nicht ausschließen. Aber die Karosserie an sich ist schichtdicken vermessen und das Fahrzeug hat auch keinen hinterlegten Schaden bei Porsche. Also das ist alles hundertprozentig so, wie ich es sage. Unfallfrei, nachlackierungsfrei und in sehr gepflegtem Zustand. So, natürlich adäquat Porsche, perfekte Sitzposition, vielfach einstellbarer Sitz, um hier einfach sehr im Fahrzeug zu sitzen, gute Übersichtlichkeit, natürlich Turbo-Chrono-Paket. Dann 991 hat noch den Schalthebel, finde ich persönlich sehr attraktiv, wenn ich hier am Schalthebel rauf und runter schalten kann, weil bei manchen Fahrzeugen, hier ist es jetzt nicht der Fall, aber diese Schaltpaddel immer so ein bisschen komisch zu bedienen sind. Sie sitzen halt immer sehr weit innen im Lenkrad. Ich muss dann die Hand wegnehmen, um die richtig bedienen zu können, oder muss es mit der Fingerspitze machen. Da ist mir der Schalthebel ein bisschen lieber. Dazu sagen muss man, dass hier an der Ausstattung nicht gespart wurde. Das Einzige, was das Fahrzeug nicht hat, ist ein Schiebedach. Und da bin ich sehr froh. Bei solchen ultrastarken Fahrzeugen, wenn dann irgendwann mal was schief gehen sollte, dann ist es meistens immer sehr teuer, wenn es schief geht. Und da ist es besser, wenn oben das Dach zubleibt, im Falle eines Falles. Und
Ich habe eine etwas höhere Kopffreiheit. Bei meiner Körpergröße ist es jetzt nicht so dramatisch, aber es gibt natürlich auch Menschen, die da froh sind, dass sie sich hier richtig schön ausstrecken können beim Fahren. Und dann kommen noch die Windgeräusche dazu. Die Schiebedächer oder diese großformatigen Glasflächen bei Porsche, finde ich, machen immer so ein bisschen säuselnde Windgeräusche, die ich sehr unangenehm finde. Das macht er natürlich nicht, weil er es nicht hat. Lenkrad mit Bedienungstasten, hier unten noch dieses Drehrädchen, wo ich dem Auto so ein bisschen sagen kann, was ich machen möchte. Unter anderem auch diese Sport Plus Geschichte. Das wollen wir natürlich schon mal ausprobieren, was da passiert. Das gucken wir uns gleich mal an, wie das Auto fährt. Weil ob der jetzt so und so viel hat oder nicht oder dies und das, er hat einfach alles fertig. Aber wie er fährt, das ist wirklich außergewöhnlich. Und das gucken wir uns jetzt mal an. So, Wasser natürlich brauche ich Schmierstofftemperatur. Das wollen wir ihm jetzt erstmal gönnen. Und Wassertemperatur hat er relativ schnell, aber Öltemperatur eben nicht. Und deswegen fahren wir mal mit halber oder Viertelskraft voraus. Und das ist eigentlich auch schon ganz angenehm. Ja, ich fahre mit ganz niedriger Drehzahl. Ich fahre mit 14, 15, 1600 Umdrehungen. Und er schaltet schön, ganz sanft und versucht mir ein gutes Gefühl zu geben. Das kann er auch. Ist nicht aufdringlich. Nicht verleitend, sondern ist eben, er gibt mir einfach ein gutes Gefühl. Ich fahre einen schönen 911, sitze gut im Sitz, habe eine tolle Sitzposition. So, wir haben jetzt 85 Grad Öltemperatur. Ich glaube, wir können jetzt den Beschleunigungsvorgang einleiten. Und wir machen jetzt mal eins. Wir fahren jetzt hier mal auf der linken Spur, so mit knapp 100. Jawohl. Keine Sport-Plus-Taste und gar nichts und geben einfach mal Gas. Wir hätten 250, wenn Sie gestatten. Das ist schon arg. Und jetzt kommen wir hier zu dem Modus, den ich am liebsten mag. Das ist nämlich der Manuell-Modus. Porsche hat es endlich geschafft, dass die Schalthebel so funktionieren wie im Rennsport auch. Runterschalten nach vorn, raufschalten nach hinten. Wir schalten kurz runter, vierter Gang, 4000 Umdrehungen und Last. Also ich muss echt sagen, so über 600 PS. Ist schon angenehm. Serienmäßig hat er 580 und er hat durch die Sportauspuffanlage, die aktuell verbaut ist, deutlich mehr. Der zukünftige Besitzer kann entscheiden, wie er es haben möchte. So, und wollen wir die volle Beschleunigungsfähigkeit des Fahrzeugs mal überprüfen, legen wir den ersten Gang ein. Gehen mit dem linken Fuß auf die Bremse, drücken den Sport-Response-Knopf, geben Vollgas und lassen los. Und schon sind wir weit über dem zulässigen Geschwindigkeitsbereich auf Landstraßen. Leider sind die Filmaufnahmen für heute beendet. Ich bin immer noch sehr berührt und sehr angetan über die explosive Leistungsentfaltung, die perfekte Traktion und die tolle Fahrbarkeit von den über 600 PS, die er mit der Sportauspuffanlage hat. Wenn Sie möchten, lassen Sie sich persönlich von mir überzeugen vom Fahrzeug, kommen Sie vorbei. Wir können gern gemeinsam fahren oder Sie machen mit mir einen telefonischen Termin, dann zeige ich Ihnen das Fahrzeug in Natura. Finden Sie unten im Text. Vielen Dank, bis bald.